Mein Name ist Hinrich Junkelmann. Ich bin Betriebsleiter bei der Gutsverwaltung Groß-Walmsdorf seit 15 Jahren. Der Standort für den Ackerbau hier in Groß-Walmsdorf ist geprägt durch sandige Lehme und lehmige Sande. Und wir haben im Schnitt 50 Bodenpunkte. Unser Jahresniederschlag liegt bei durchschnittlich 550 mm. Was uns zugutekommt, ist die Nähe zur Küste hier. Die Ostseeküste liegt im Schnitt so 5 Kilometer entfernt von unserem Betrieb. Und der Betrieb liegt eben am Rande des Klützer Winkels. Und dieser Bereich ist vielen bekannt als eine sehr gute Ackerbauregion. Unsere Druschfläche liegt bei ca. 4.800 Hektar. Der Standort liegt, wie ich schon erwähnte, an der Küste. Wir haben in den Abendstunden mit Tau zu tun, der hier reinzieht, was die Druschbedingungen erschwert, sodass wir für diese Bedingungen eben einen entsprechenden leistungsstarken Mähdrescher auch brauchen. Unsere Ernte in Groß-Walmsdorf bestreiten wir heute mit 3 X9 Mähdreschern von der Firma John Deere. Unsere Entscheidung für den John Deere X9 Mähdrescher ist deswegen gefallen, weil wir uns grundsätzlich überlegt hatten, unser Druschkonzept neu zu organisieren. Wir haben heute eben eine Druschfläche von 4.800 Hektar und haben das vor diesen X9 Mähdreschern mit 5 Mähdreschern abgeerntet. Und unser Ziel war zu überlegen, geht es auch mit weniger? Das bedeutet, dass man auf der einen Seite einen leistungsfähigen Mähdrescher braucht mit all seinen Komponenten, die dazugehören. Und da sind wir am Ende dazu gekommen, dass das ein X9 leisten kann. Also ein X9 Mähdrescher drischt bei uns heute eine Fläche von ca. 1500 bis 1600 Hektar. Wir haben eine Saison bereits hinter uns und können klar sagen, dass der Mähdrescher in der Lage ist, diese Leistung zu vollbringen, sodass wir heute sagen können, wir können unsere Erntefläche mit 3 Mähdreschern in dieser Leistungsklasse gut bewältigen. Ich fahre selber auch sehr gerne Mähdrescher, löse über die Mittagszeit ab und freue mich, wenn ich auch mal eine halbe Stunde länger fahren darf. Kommt meistens nicht vor, weil die Fahrer schnell zurück sind, sodass mir wenig Zeit bleibt, auch selber mal ein bisschen zu fahren. Aber das, was man dann fährt am Tage, macht unheimlich viel Spaß und ja, gibt auch Anregungen, was man vielleicht verbessern könnte. Oder man ist einfach nur zufrieden, weil es läuft.